Hallo, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Picross. Zelda Picross. Und wir machen weiter. Mit Rätsel 12 ist es mittlerweile. Uiuiuiuiui. So, wir haben ja erstmal eine 10. Zack. Und wir haben eine 1 und hier die 5 und sowieso noch die 4 hier unten. 1 fertig, zack. 3 und hier ist eine 1 fertig. Ich habe hier noch eine 6, die so gesnackt werden kann. Hier ist die 1 fertig. Sehr gut. Und dann haben wir hier eine 8 und hier eine 6. Oh. So. Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 1. Das heißt, hier muss definitiv noch eine 1 hin. Wurde mir gerade angezeigt. Ups. Das kann nur hier so die 3 sein. Dann ist hier auch die 8 fertig. Das ist sehr schön. Das haben wir fertig. Hier ist die 3 und hier ist die 2. Dann haben wir hier auch die 6 und hier die 4 und hier die 2 und hier ist die 6 fertig. Die 3, zack. So. 4, 3, 3. Das ging fix. Die Lampe. Yeah. Rätselauswahl, zack. Nächstes Rätsel, Leute. Es geht gleich fleißig weiter. So, dann können wir das hier schon mal ausfüllen. Dann können wir hier ein X machen. Und das gleiche können wir hier oben machen. Haben wir schon mal 2 Einsen weg. Hier auch. Hier muss die 4 also hin. Das heißt, hier können wir auch schon mal alles wegkreuzen, weil da nur die 2 ist. Hier muss die 1 hin. Und hier die 4 und die 1. Hier kommt die 4. Hier die 4. Hier kommt das alles weg. Zack. 2, 2. 4. 1, 1, 1. Die 3 irgendwie. Hier kommt die 1 hin. Das heißt, hier ist die 3. Geht doch alles recht fix, Leute. So werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit kommentieren übrigens. Ne, falls ihr das eben nicht schon gemerkt habt. Beziehungsweise das eben. Für euch war es im letzten Part. Für mich war es eben. Ups, 1, zack, 6, 2. Ja, das hilft mir besser, mich zu konzentrieren und zu wissen, wo ich was hinmachen muss. So, und ihr habt ja trotzdem Commentary und könnt dadurch vielleicht eher nachvollziehen, warum ich was wohin mache. Zack, zack, 4, alles Xen. 5 bis dort und... 1, 2, 3, 4, 5, zack, 1, 2. Zack, 1, 2, 3, 4, 5. So. Hier kann die 2 nur bis dort beginnen. Oh, das war unabsichtlich. Aber es war richtig, dass dort die 4 so weit geht. Hier kann ein X hin und hier. Hier kommt die 5, zack. Eine 2. 1. Zack. 1, 2. Hier ist also die 3, also ist hier oben auch alles weg. Das heißt, hier können wir auch schon mal die 4 bis dort machen. Hier kommt ein X hin. Hier kommt ein 2 hin. Hier die 2, 4, zack. Die 4 passt nur perfekt hier rein. Hier kommt die 3 perfekt rein. Hier die 3 perfekt. Hier die 3, die 1 ist jetzt auch abgehakt. Die 2. Die 1 ist das und das ist die 2. Dann kommt das hier weg. Hier ist die 3 und alles weg. So, die 5 muss dann nach oben gehen. Die 2 haben wir auch. Hier kommen noch 2 Zweien hin. Und dann war's das. Den Schlüssel. Cool. Das ist ein sehr krasses Kommentar, Terry, merke ich gerade. So. Also, mir hilft es definitiv, um einiges besser hier voranzukommen, sag ich mal. Wir haben hier einmal erstmal eine komplette perfekte Reihe schon mal. Sehr schön. Also hier schon mal eine 2 und hier die 1. 3, 1, 1, 2. 3, 2. Die 3 geht bis hier. Sogar passt perfekt alles hier. Wenn wir das alles schon mal nach oben ziehen. So, hier ist noch eine 1, okay. Hier muss die 2 und die 1 sein. Hier ist die 3 zusammenhängend. Hier haben wir nur noch 1 gehabt. Ups, so. Hier haben wir eine 1. Hier eine 1. Und... hier müssen die 2 und die 1 rein. Haben wir das auch. Hier ist eine 2.
Das heißt, das sind auch Zweien. Hier kommt die 2 definitiv rein. Hier oben die 1. Dann haben wir hier eine 1. Hier wissen wir es nicht. Hier kann definitiv keine 2 mehr rein. Genau. Das heißt, hier unten kommt die 2. Das hier haben wir auch. Das heißt, hier oben muss die 2 rein. Muss hier noch eine 1. Hier noch eine 1. Und hier die 3. Ist das Zelda? Ja, ne? Oder? Ja, doch. Dürfte Zelda sein. Prinzessin Zelda. Ach genau, man hat hier auch die Sternchen, glaube ich, irgendwie, ne? Genau, 3 Fragezeichen. Das heißt, das Wort hat nur 3 Buchstaben. Was könnte das denn sein? Oh ja. Gut, oh gut. Jetzt haben wir große Felder, Leute. Sehr, sehr große. Wir haben hier eine 15. Und hier eine 10. Dasselbe hier unten auch. Zack. Haben wir hier eine 6. Und schon mal die 5, perfekt. Okay, das ist sehr geil. Hier haben wir eine 1, eine 2, eine 1, 1, 1, 3. Ups. Zack. 1, 2, 1, 2, 1. Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 1, hier eine 1. 5, 1, 1, 1, 2, 2, eine 6, 2 kann auch schon mal perfekt hier rein, 2, 2, 2, 1 und 4 und noch eine 1, hier ist die 1, hier ist eine 2, 1, 2, hier ist noch eine 1, hier kommt auch noch eine 1 rein, hier die 2 und hier die 1, die 3, die 2, 1 und 1. Das hier ist schon eine komplette 3. Hier kommt noch eine 3 rein. Hier haben wir eine 1. Hier haben wir auch eine 1. Das ist auch eine 1. Eine 2 und eine 2. Das hier ist eine 1. Das hier ist eine 5. 2, zack. Jetzt wird es schon ein bisschen unübersichtlicher, merkt ihr selber, Leute, ne? Ist nicht mehr so leicht zu sehen, wo jetzt was hinkommt. Oder wo jetzt welche Zahl ist. Was jetzt welche Zahl ist und so weiter. Hier haben wir erstmal eine komplette 8. Noch eine 1 und eine 1 fehlt hier noch. Hier haben wir nochmal, ups. Eine 5. So, hier kann keine 5 mehr rein. So, hier, das ist definitiv das Einsen. Zack, dann kommt hier ganz am Ende noch eine. Hier ist noch eine 2. Hier noch eine 2. 1, 1, 1, 1, 2, 1, das ist eine 1, das sind Einsen, hier kommt noch eine 1 rein, 3, muss das hier die 3 sein? Genau, hier sind eh keine Einsen mehr, zack, ach, Tür, okay, das ist eine Tür, cool, zack. Haben wir erstmal eine große Zahl. 7 ist nicht groß genug. Doch, dafür schon. Perfekt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zack. So, das ist das hier schon mal. Sind das 2 Einsen? Hier die 5 kann definitiv nicht mehr hier rein. Die 3. 3 muss hier überall sein. Also in diesem Bereich hier. Das heißt, hier kommt die 7 auch nicht mehr. Das heißt, die 3 haben wir jetzt auch, die 1 auch schon mal. Nein, ups. So. Hier ist eine 2. Die 2 Einsen haben wir also auch abgehakt. Sehr schön. Dann ist... Oh nein, warte, das könnte die 2 hier schon sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, zack. 1, 2, zack, 1. Ja, passt perfekt. Mensch. Zack. Dann haben wir die 1 hier auch. So. Dann haben wir das gleiche mit der 7 hier vorne. Das hier muss eine 3 sein, weil das hier unten die 2 ist. Hier kann die 5 nicht mehr sein. Das heißt, wir haben hier 4 Felder schon mal. Dann ist das hier schon mal die zweite 1 und das hier ist... Oh, nein, das war die 3 und nicht... Ah, oh, erst die 3, dann die 6. Oh, ich dachte erst die 6, dann die 3. Ich dachte gerade schon, hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? So. Was haben wir hier? Hier muss definitiv nur einer runter. Hier haben wir schon mal 2 Einsen. 2, 3, 4, 5. Kann das hier schon mal weggeixt werden?
Hier haben wir schon mal eine 1. Ah, perfekt. Dann haben wir hier schon mal die 7. Merke ich gerade. Sehr gut. Dann haben wir hier schon mal 2 X'e. 2 Reihen. Voll mit X'en. Dann haben wir hier die 7 einmal komplett nach dort. Das heißt, hier muss wieder eine 3 sein. Genau. Und hier ist eine 5. Einsen. Ganz viele Einsen hier weg X'en. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Das hier muss die 1 sein, dann ist das hier die 2, das ist eine 1, das ist auch eine 1, das sind 3, muss hier die 5 sein, die Einsen kommen hier hin, die 6 ist wieder komplett, noch mehr Einsen, das hier ist die 3, stimmt, wir wissen hier, dass definitiv die 1 dahin kommt, weil die rechts neben der 3 ist und hier war alles X. Das kann man weg-x'en. Ja, die 2 muss hier hinten hinkommen. Das heißt, wir haben auch die 2. Und die 5 haben wir dadurch auch. Zack. Das heißt, hier in der Reihe kann nichts mehr sein. Hier oben auch nicht mehr in der Dreierreihe, genau. Hier müssen die 2 Zweien hin. Hier unten muss die 2 hin. Hier muss die 2 hin. Hier kommt die 5 irgendwie hin. So. Hier die 5 und hier die. Oh, Vorgescheuche. Da haben wir schon ein bisschen länger für gebraucht, ne? 3 Minuten waren es. Ich glaube, ich hatte einen Fehler, glaube ich, gemacht, ne? Ja, hatte ich, genau. Genau, genau. Okay, wir haben hier eine 14 und das Perfekte ist, wir wissen, dass hier ein X ist. Das heißt, wir können die 14 hier komplett ausfüllen. Sehr, sehr schön. Wir können erstmal die komplette Reihe hier X'en. Cool. Die 6 haben wir jetzt auch dadurch, dass wir 2... Oh, schön, schön, schön. Das hier dürfte eine 1 sein, definitiv. Das hier muss eine 3 sein. Also, zack. Kann hier keine 2 mehr hin. 2, zack, 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. So. Hier oben ist die 3. Okay. Habe ich falsch gedacht, wie es aussieht. Das muss hier die 2 sein. Also ist das hier die 3 und das die 1. Anders hätte das nicht mehr funktioniert. Das hier muss die 3 sein. Und das hier die 6. Dann muss das hier hinten die 3 sein. Das hier hinten muss auch die 3 sein. Das hier ist dann definitiv eine 1. Hier kommt die 4 hin. So, erstmal hier die 5 haben wir abgehakt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das hier ist eine 1. Das kann auch weg. So. Das hier ist eine 1. Das muss die 1 sein. Dann ist das hier die 2. Noch eine 1. Hier haben wir die 1 jetzt auch. Und hier muss die 2 irgendwie sein. So, das erstmal weg. Hier ist eine 3. Mit die Reihe hier komplett. So. Ich glaube, das hier kann keine 3 sein, ne? Das heißt, das hier muss die 1 sein, das hier die 3, genau. Dann müssen hier 2 Einsen definitiv hin. Anders hätte das nicht mehr gepasst. Hier kann keine 2 sein, also muss hier die 2 sein. Also haben wir hier schon mal eine 2. Abgedeckt. Das hier kann auch keine 2 mehr sein, also ist das eine 1. Eindeutig. Wir wissen nur nicht, ob das die eine 1 oder die andere ist. Das kann weg. Hier die 2 und hier die 1. Hier haben wir eine 1, hier haben wir eine 1. Ist das die 2 und hier kommt eine 1 hin. Und hier oben ist die 5. Zack. Das heißt, wir wissen, dass hier die 1 hinkommt und das hier ist dann eine 3. Genau. Das heißt, das hier muss eine 1 sein. Hier kommt die 2 hundertprozentig hin. Das hier ist die 3. Und da über kommt die 1.
Die 4 haben wir somit auch. Das hier muss die 2 sein. Und dann ist das hier oben die 4. Das haben wir komplett. Das hier ist die letzte 1. Das heißt, hier hinten muss eine 3 sein. Das hier ist eine 3. Hier ist die 2, genau. Und hier ist die letzte 1. Das ist die 4 haben wir, die 1 haben wir, die 3 haben wir. Die 1, 2 ist da, 3 ist da, 4 muss irgendwie hier hin. Das hier ist eine 1. Zack. Das haben wir alles komplett. Hier ist die 2, zack, 1, zack, 4, 2, 1, 1. Ah! Wer ist das? Ach, der Briefträger! Ah! Stimmt. Ihr seht, es wird schon etwas schwieriger, Leute. Dadurch, dass wir jetzt so ganz lange Zahlen haben auch. Okay, wir haben Elfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Zack. Das gleiche auf der Seite hier auch nochmal. So. Das heißt, wir haben hier die 2 und hier die 3. Das haben wir komplett. 2, 2, 4, 3. Das hier muss die 3 sein. Hier können keine 4 mehr sein, also ist das hier die 11. Und dann haben wir hier 4. Komplett nach dort. Zack. Hier ist keine 4 mehr. 2 und 3. 1 haben wir, 2 haben wir, zack. 2 haben wir, zack. Alles weg. Das. Hier hinten kann keine 4 mehr hin. Ist das die 11 schon komplett? Ne, wir müssen, glaube ich... So können wir machen, ne? Genau. Das wären hier die 2 fertig. Und hier unten muss die 1 sein, also kommt hier noch eine 4 und das ist eine 2. Das heißt, wir haben... Ups. 2. Das heißt, wir haben hier die Reihe auch schon komplett. Sehr gut. Und das hier ist eine 4. Zack. Dann kann ich das hier auch wegixen schon mal. Das hier muss eine 2 sein. Das heißt, hier haben wir schon mal die 4. Ne, gar nicht. Wissen wir nicht. Guck grad hier. Doch, klar. Haben wir hier. So. Mensch. Hier haben wir keine 4 mehr. Dafür hier, definitiv. Irgendwie. Das muss hier unten die 2 sein. Und dann haben wir die 4 hiermit auch abgehakt. Das ist eine 1. Das ist eine 1. 4. Zack. 4. 1, 2, 4, 2, 4. Das hätte man sich jetzt noch denken können, weil sich das immer so ergeben hat hier. Also in solchen Fällen einfach mal ausprobieren. Dann findet man sowas auch heraus. 2, hier ist die 4, hier ist eine 1, eine 2. Hier muss die 2 so sein, also muss hier eine 3, zack, 3. Ein Brief, ah, gerade eben den Briefträger, jetzt den Brief. Schaffen wir noch 1? Ich glaube, 1 können wir noch machen, Leute, oder? 1 machen wir noch, 15 mal 15 immer noch. Oh Gott, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, zack, weg. So, haben wir schon mal die 5, ne? 7 ist bis hier. Und dann müssen wir 3 Felder freilassen. 1, 2, 3, 4, zack. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, die 2 und die 1 müssen auch hier sein. Hier ist eine 2. Das heißt, hier geht die 4 definitiv weiter. Das heißt, wir haben hier eine 5, die noch mindestens durch geht. Ups. Aber das X kann ich noch gar nicht machen, oder? Nee, das könnte ich noch gar nicht. Aber wir haben noch, warte mal. Das sind... Nee. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So. So, hier kommt nix. Hier kommt nix. Hier kommt nix. Hier haben wir ein 3 und ein 2 noch. Das heißt, das X kann da hin. Zack. Hier haben wir 2 Xe. Das hier...
Hinten ist definitiv eine 2, genau. 4, 1. Kann das eine 1 sein? Das kann auch eine 1 sein, ja. Warte mal. Das ist so eine Reihe, die komplett auszufüllen ist. Genau. Sehr schön. Hier kommt die 4 bis dorthin. Hier wissen wir, dass das eine 2 ist. Zack, 1, 2, 3, 4. So. Das ist eine 1. Das heißt, hier ist die 4 noch größer. Okay, schön. Das hier oben muss die 5 sein. Hier haben wir eine 4. Könnte das auch schon mal geixt werden? Wenn wir hier schon mal einen weitermachen. Haben wir hier zwei Einsen. Hier haben wir noch eine 1. Das hier ist eine 2. Zack. Genau. Hier muss die 4 irgendwie sein. Das hier muss die 2 sein. Haben wir hier die 2. Hier oben muss auch noch eine 2 sein. Haben wir hier eine 2 und hier die 1. Und dann haben wir hier noch die 4 irgendwie. Das hier ist die 2. 1, zack. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Zack. 1, genau. 2 haben wir abgehakt. Die 5 kann schon mal hier unten nicht mehr sein. Hier noch eine 3. So. Hier noch die 2. Das hier hinten ist die 2. Definitiv. Uiuiuiui. Leute, Leute, Leute. Das dauert echt noch länger als erwartet. Zack und zack. Hier unten ist auch die 3. So. So. So und ist die 2 definitiv. Das heißt, die 4 haben wir auch. Es ist eine 2, zack, 1, 2, 3. Zack. 1, zack, 1, 2, 3, genau. Hätte gepasst. So. Hier ist die 1. Hier haben wir die... Ich weiß nicht, ob das die 1 oder die 2 ist. Hier ist eine 2 definitiv. Das heißt, hier haben wir die 4. Das heißt, hier kann 2 schon mal nicht sein. Dann haben wir noch eine 1. Hier haben wir noch die 4, die so weggeixt werden kann. Hier haben wir nur 2. Hier ist die 2. Eine 2. Eine 1. 5. 2. Das ist die 1 und nicht die 2. Okay. Krass. 3. Und eine 2 haben wir auch noch. So. Haben wir die 4 fertig. Kann die 3 schon mal nicht sein. Also kommt die 3 da hin und da die 1. Das ist fertig. Zack. 7 ist fertig. Zack. 1. Hier ist die 2. Hier muss die 3 und die 1 sein. 5. Zack. 3. Zack. 2. Zack. 3. X. 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 2. 2. Das ist fertig. Hier muss die 1 sein. Hier ist noch eine 1. Das hier ist noch eine 2. Das ist die 2 dort. Hier ist alles fertig. Hier ist die 3. Fertig. Hier muss noch eine 1 rein. Hier muss eine 1 rein. Das hier ist definitiv eine 1. Das ist die 2. Zack, 2, 1. Hier ist eine 2, genau. 2, 2, 5. Das war ein anstrengendes Bild. Gut, Leute, das war ein bisschen länger, der Part. Ich hätte nicht erwartet, dass das so lange dauert. Alles klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut. Da rein!